Ja, Hallöchen da draußen. Schön, dass ihr mal wieder reinschaut und euch einen Moment Zeit nehmt für heute den Foch B, dem 10er Jagdpanzer der Franzosen, um den es zu Beginn ja so ein bisschen den Hype gegeben hat. So, ja, krass, OP, stark, viel zu krass und hier, keine Ahnung, krass. Und irgendwie habe ich so das Gefühl zumindest, dass das Thema ganz weg ist. Also, ja, der Panzer ist gut, aber so stark, wie er am Anfang verschrieben worden ist von einigen gefühlt, hat es sich dann doch nicht so entwickelt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Panzer jede Runde dominiert, wenn man ihn denn sieht. 400 Schaden macht eine Granate bei 257 Durchschlag. Premium hätte dann 325. 6 Granaten sind es dann im Magazin. Das ist natürlich schon einiges. Da gibt es nichts zu debattieren. Und bis er sein Magazin komplett gefüllt hat, in etwa 35 Sekunden hat man gerade ganz gut gesehen. Panzerknackhor, Panzerknacker, Panzerknacker, so ist es richtig. Vielen Dank natürlich auch für dein Replay. Der hat uns das hier, der macht uns das erst möglich, dass wir hier was zum Gucken haben. Da wollte er schon dem Panther eine geben, aber der Panther hat gesagt, nein, ich mag es nicht. Ja, bis jetzt einen setzen können. Jetzt vielleicht der zweite, aber auch der IS-3A wollte da nicht. Und jetzt kriegt das da schon von hinten rein. Das ist mittlerweile so, die Position wird gerne bespielt. Auch da stehe ich ganz gern. Aber wenn das eigene Team da in der Mitte nicht unterstützt und einen da irgendwie ja, ein bisschen im Stich lässt, kriegt man von da auch gerne Hits. Hat man jetzt gar nicht gesehen. So, und jetzt denkt er sich, scheiß drauf, Damage ist nur einmal im Jahr, ha. Und deswegen geht er jetzt für den IS-3. Durchgeladen hat er. Und ja, rausklippen kann er den, ist easy. Erster saß, zweiter saß. Ja, und dritter macht er dann auch noch. Und das ist natürlich schon krass, 1100 Schaden so schnell zu machen. Das ist das, was den Panzer so unfassbar gefährlich macht. Oder eigentlich jeden Autoloader, aber er hat halt auch noch zwischen den Schüssen kaum Nachlade oder Reaktionszeit, denn man kann da einfach durchklippen, so wie man halt will. Und das ist halt schon, ja, sehr, sehr besonders. Auch hier mal wieder gefragt, eure Meinung zu dem Panzer und habt ihr denn den? Und wenn ja, wie findet ihr den? Also, auch hier, sagt mal, was Sache ist. So, zack, zwei Hits und jetzt muss er weg. Der Type 4 senkt sich aber, ne Junge. Junge, ich fahr mal. Ich komme da jetzt von hinten. So, aber natürlich, wie immer beim Autoloader, wenn man nachlädt, braucht man nicht weiter vorfahren, großartig, denn man ist einfach sonst nichts anderes als das Opferlamm. Und selbst das kann noch mehr, das kann nämlich blöken und ihr könnt gar nichts mehr machen. So, der AMX-30, der will hier wohl mal ein bisschen für den Cap gehen, aber da hat er jetzt ein Problem mit gehabt. Deswegen ist der AMX-30 auch so, okay, ich habe es gar nicht so gewollt und haut ab. Aber das lässt er natürlich auch nicht so zu. Da ist jetzt einiges, der T-100 LT, der AMX-30, beziehungsweise zwei AMX-30, die auch sogar beide im Zug sind. Also da ist auf jeden Fall durchaus was noch da an potenziell einkommendem Schaden, aber die spielen das hier gefühlt so passiv gerade, dass er da kein Problem hat, ganz im Gegenteil, er wird jetzt hier noch den einen Kill wegsnacken wollen.
der AMX-30, der andere, der ist jetzt auf der Flucht. Aber der 1305, der geht da schon nach, wobei der hat sich da einfach auf die andere Seite gesetzt, das kleine Lümmelchen. Aber man darf das Gegnerteam hier noch nicht unterschätzen. FV-183 noch am Start. Der AMX-30, potenziell kein schlechter Panzer. Der Type und eine Arti, die immer mal nervt. Also bis auf den Revalorisé ist das Gegnerteam hier definitiv noch nicht Geschichte. Aber der 105 hat hier schon mal ein bisschen für Ordnung gesorgt und erstmal den AMX-30 rausgenommen, beziehungsweise mit unterstützt. Dafür, dass der E50 den rausnehmen konnte. Aber er will sich jetzt auf jeden Fall noch den FV da gönnen. Das ist natürlich auch potenziell sehr spannender Hitpoint. Oh, oh. Ah, da hat er schlecht getroffen. Oh ja, und jetzt kann er sein ganzes Magazin da über ihn ergießen praktisch. Und ja, so viel der FV halt Schaden auf einmal machen kann. Mit so einer einzigen Granate. Aber wenn er halt wie hier noch 570 macht, dann lacht halt der Foch darüber. Und holt es ganz einfach nach Hause. So, jetzt geht er nochmal in Reload. Type 4 noch am Start und der Revalorisé. Man sieht, es geht sein Team da drüben. Ist nicht mehr gut aufgestellt. Sein Type 4 noch 226 Hitpoints. Der E50 noch mit knapp über 400. Der Löwe mit 65. Also, da ist definitiv nicht mehr viel vorhanden. Und der Gegner da jeweils mit um die 1000 HP steht schon nochmal anders da. Aber jetzt kommen hier natürlich zwei Panzer, die furchtbar eklig sind. Mit auch fast um die 1000 jeweils. Nämlich der 105er und eher im Foch B. Und ja, wenn beide nachgeladen haben, dann ist das Thema recht schnell durch. So, der 105er kommt nicht durch. Da denkt er sich, Junge, lass das mal den Baba machen. So, und jetzt einfach mal ins Heck geschossen. So, zack, zwei sitzen, zwei reichen, 5 Kills. Und jetzt die Frage, kriegt der noch seinen Krieger klar? 6000 Schaden schon fast gemacht. So, der Ref kommt hier, erster Auto-Aim und jetzt noch einer. Jo, bevor ihn jemand klauen kann, macht er den noch, holt sich den verdienten Krieger nach Hause. Und ja, die Runde, auch wenn sie gefühlt am Ende nicht so spannend aussehen hat, aber die war gar nicht so eindeutig, wie man es vielleicht hätte meinen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesen Panzer zu sehen. Und wie gesagt, sagt mir eure Meinung zu diesem Panzer in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.